Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur im Server selbst stoßen. Im Server? Ist er so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Das ist Wahnsinn. Shepard, das können Sie nicht machen. Ich hätte doch jemand anderen mitnehmen sollen. Dann gebe ich ihm mal wieder eine Chance, weil ich das Gefühl habe, sie hat sich doch gravierend geändert, was sie ja eigentlich auch getan hat. Und dann ist sie bei der ersten Mission mal wieder dabei und dann haut sie so eins raus. Okay, naja gut, sie macht sich nur Sorgen um mich. Ich bin keine Maschine, wie soll ich in eine virtuelle Welt gehen? Ihre Spezies hat mit virtuellen Schnittstellen bereits experimentiert. Denken Sie an das Projekt Overlord. Ja. Dabei wäre beinahe ein verrückter KI-Mensch-Hybrid auf die Galaxie losgelassen worden. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy die einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind ein Unbekannter, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn's die Lebensschiffe rettet, müssen wir es versuchen. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während sie sicher landen. Halt! Sie werden nicht... Dann landen wir das Shuttle bei der Klippe. Eine Black Widow? Er hat eine Black Widow dabei, oder? Also die Sniper, die dabei hat. Das ist eine Black Widow, glaube ich. Herr Legion ist auch eine coole Socke. Ja, deswegen wollte ich auch seine... also sie, sie ist ja Meere, ist ja nicht nur er. Wollte ich sie nie in Gefahr bringen. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Machen wir es. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Höre Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander, von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Also vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Sie sehen anders aus. Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Was ist mit Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt. Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler.
Also das heißt, mit jedem Geth, der stirbt und der am Konsens nicht teilnimmt, schrumpft ihre Welt, ihre digitale Welt schrumpft. Das heißt, eigentlich ist jeder Verlust von jeder Geth-Einheit für die Geth schlimm. Weil dadurch ihre Welt, diese Welt, kleiner wird. Und was geschieht mit den Geth durch das Licht ausschalten in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden. Dieser Server wird verstummen. Na gut, das muss aber sein. Ansonsten sterben die Lebensschiffe und die Lebensschiffe sind dafür zuständig, dass alle Quarianer überleben. So, als würden wir eine Stadt auslöschen, oder? Wir haben in dieser Sache keine Wahl. Es ist eine Frage des Überlebens. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Aber hier erfahren wir mehr über die Geth. Ich habe keine Schilder. Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Warnung, Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschine. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. Jetzt störe ich aber möglichst viel davon, oder? Es ist im Prinzip wie ein Geschwür. Oder Krebs. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Dann danke, glaube ich. Schade, hatte gehofft, dass ich vielleicht ganz kaputt machen kann. Weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ich glaube, ich lasse es mal. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Ach komm. Ja, ich bin gleich soweit. Ich will doch kurz wissen, was hier noch ist. Ah, das ist nur einmal rundherum. Einmal im Kreis. Verbindungsaufbau zu Kommunikationsknoten. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper sie nicht rein? Unbekannt. Bitte untersuchen. Reaper-Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Arbeite dran. Dr. Nexus entfernt das Geschwür. Ein Reaper-Code-Fragment. Mal sehen, ob ich es mitnehmen kann.
Das Ganze nicht wegmachen? Voll doof. Zugriff auf Datencluster. Was ist das? Datencluster mit historischen Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Wollen Sie die VI-Netzwerke tatsächlich umbenennen? Unbedingt. Die Fertigstellung der mobilen Hardware verdient eine kleine Zeremonie. Einheit 01. Was heißt Diener des Volkes auf Kelisch? Es heißt Geth, Schöpfer Sarak. Ja, ausgezeichnet. Vorfahren, legt euch ruhig drüber auf. Sie haben doch ewig an den Schaltkreisen von Zero Eins gearbeitet. Es musste noch was gelötet werden. Waren das nicht Aufnahmen aus der Vergangenheit? Warum sind die Quarianer maskiert? Sie verarbeiten unsere Erinnerungen unter Zuhilfenahme der Ihren. Wie viele Schöpfer haben Sie schon ohne Maske gesehen? Naja, einen. Dann passt Ihre Wahrnehmung dieses Schöpfers nicht zu unseren historischen Daten. Okay. Wo gehe ich denn hier hin? Achso, das ist einfach wieder einmal rundherum. Wie kann man mich am besten irritieren? Mit einem Kreuz. Okay. Sagt er doch, hier kriegen wir mehr Infos. Mach das mal putt. Weil das ist Reaper-Infektion. Sie müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Ich mach jetzt mal nicht mehr alles kaputt. Ich glaube, es bringt gar nicht viel. Dieser Datencluster enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Schöpfer, diese Einheit registriert keinerlei Fehlfunktion. Sie ist absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung. Dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Ich soll auch nur den Weg versperren, wenn ich mich richtig erinnere. Vermutlich, ja. Ich dachte mir nur, vielleicht hat es einen versteckt. Also weißt du, vielleicht ist es... So wie, wenn ich hier alles entferne, habe ich dann irgendwie einen Vorteil bei den Geth, weil ich ihnen geholfen habe, hier zusätzliche Datenfragmente zu entfernen von den Reapern. Oh, wieder der Kreiseffekt. Ich bin wieder völlig irritiert. Obwohl, warte, ich glaube, ich muss sogar zurück, oder? Da hinten geht's weiter. Kann das sein? Also von hier kam ich, glaube ich, sogar. Bin ich nicht sicher. Bevor ich ganz zurücklaufe, überprüfe ich hier nochmal schnell den Weg. Ob hier noch was zusätzlich aufgeht. Aber ich glaube eher, dass wir zurück müssen. Es sieht danach aus, dass sie zurück müssen, ja.
Okay, also das heißt, die Geth haben nicht mehr, also Geth bedeutet ja scheinbar Diener des Volkes, also eigentlich voll, ist eigentlich voll schön. Die wollten sich dann nicht mehr ausschalten lassen. Das ist ja schon mal das erste Indiz, oder? Wovon ich will mich nicht mehr abschalten lassen, ich will aktiv bleiben. Ah ne, warte, ich glaube, ich muss zurück und dann muss ich durchs Ding springen und dann komme ich hier weiter. Ich glaube, das ist es. Nee. Bin ich blöd? Ja, bin ich blöd. Legion redet halt auch nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin müsste. Okay, die Treppe kam ein bisschen sehr spät. Wir haben entflohene Gang. Sie sind umstellt. Feuer öffnen! Einer greift zur Waffe! Und? Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgeld gerettet. Das sieht genauso aus wie das Präzisionsgewehr, das sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Verbindungsaufbau mit dem verbliebenen Server. Ist Legion die erste Geth-Einheit, die sich aufgelehnt hat? Das wäre ja crazy. Versucht den Server runterzufahren, Admiral Rand. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Die Geth-Staffeln sind da, aber irgendwas stimmt nicht. Die Hälfte ihrer Jäger funktioniert nicht mehr. Wir halten so lange wie möglich durch. Legion, wie sieht's aktuell aus? Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell... Was ist los? Immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weitermachen. Shepard Commander, der Reaper-Code hat sich angepasst. Er kann sich jetzt selbst reproduzieren. Sie wächst wieder nach? Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Ach so. Okay, ich verstehe. Ich muss einen anderen Knotenpunkt kaputt machen, damit ich sich nicht reproduzieren kann. Ich schieße einfach mal auf alles. Ist eine bewährte Methode, einfach mal auf alles zu schießen. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datenkasten. Sie unterbrechen die Reaper-Infektion der Infektion. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Gibt es einen verwundbaren Punkt? Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen.
Aha. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um den Datencluster zu führen. Aus dem Weg! Das können Sie doch nicht mit Ihnen machen! Ich sagte, weg von den Geld! Das ist Wahnsinn! Wir brauchen die Geld! Sie können sie nicht zerstören, nur weil sie gefragt... Oh! Zeit ist um! Werf sie zu den anderen! Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen worden, aber nicht von den Geth. Es gibt eine friedliche Lösung. Es muss eine friedliche Lösung geben. Da hinten ist der nächste Satz. Ich habe übrigens die Kamera umgestellt, dass ihr immer den Untertitel habt. Weil Untertitel ist teilweise oben und Untertitel ist teilweise unten. Und ich dachte mir, es ist noch ein bisschen, gerade wenn es hier so spannend ist, untertiteltechnisch, wenn man mitlesen möchte. Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Hä? Wie? Was? Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Wir haben hier, glaube ich, alles schon. Muss es ein anderer sein? Ist es der hier oben? Ich finde das total spannend, dass wir hier mal wirklich ein bisschen mehr Infos zu den Geth und den Quarianern kriegen. Und man merkt schon, die Quarianer haben ziemlich viel verbockt. Neue Daten. Diese Daten kommen aus der Zeit, als die Schöpfer das Kriegsrecht verhängt haben. Ich wiederhole. Lassen Sie die abtrünnigen Geth-Einheiten frei und verlassen Sie den Schutzraum. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist denen völlig gleichgültig. Ich muss sie herausbringen. Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln. Oh! Schöpfer Megara, wie ist der Status? Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Ranoff waren, in die Minderheit. Muss es wieder irgendwo einen Weg geben, den ich auf Anhieb nicht sehe? Ich gehe doch mal zurück. Ah, hier. Datenzugriff. Das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Ranoff.
Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Klicks von Runoff entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das passiert doch nicht jetzt. Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment, die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion? Das war, als ich sie auf der Normandy aktiviert habe. Ja. Unser erstes Zusammentreffen? Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Halten Sie das tatsächlich noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Ich sag's doch, eine diplomatische Lösung. Sie konnten zu dem Zeitpunkt die Auslöschung der Koreaner nicht abschätzen und haben sie verschont. Wie viele Jahre waren das? 290 Jahre? 290.000 Jahre? Seit 290 Jahren hat es kein organisches Wesen versucht, mit den Geth zusammenzuarbeiten? Offen? Okay. Na gut, sie waren isoliert auch. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, also 290 Jahre sind ja verdammt viel, aber man darf nicht vergessen, dass sich die Geth zurückgezogen haben. Das heißt, teilweise konnte man gar keinen Kontakt mit ihnen aufnehmen. Das muss ich vielleicht noch erwähnen an dem Punkt. Aber es ist trotzdem ein extrem langer Zeitraum, wo niemand miteinander, wo es gar nicht bemüht wird, irgendwie Kontakt aufzubauen. Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Shepard, sind Sie okay? Hat es funktioniert? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was?
Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Das Handeln der Schöpfer hat Ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber Sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was Sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Nachvollziehbar. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass Sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando-Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Ist cool, wenn sie für einen kämpfen. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zen Ende. Okay. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Erstbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Jede Tank, die wir bergen, bringt uns einen Vorteil gegenüber den Geth. Wenn Ihnen etwas an Ihrem Volk liegt. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Erstbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Ja, gerne. Es ist schwierig genug mit diesen anstrengenden Quarianern. Nicht so gut, sind ja nicht alle so. Shepard Commander, wir haben wieder Verbindung mit den Geth, die aus dem Server befreit wurden. Wie ist Ihr Status? Wir haben Ihre Programme ohne Probleme in das Netzwerk dieser Plattform integriert. Ihr Handeln hat Ihre Sicht auf organische Wesen verändert. Sie sind Ihnen ebenfalls dankbar. Das ist gut. Mehr dankbare Geth führt dazu, dass sie sich uns anschließen, wie vielleicht endlich Frieden in die Sache bringen können. Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. So, Kriegsterminal technisch. Geth. Ha. Geth-Kommandanten. Die Daten über die Geth, die sie uns geschickt haben, waren beunruhigend. Sie passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Ach nein! Echt? Komisch. Wenn man nur eine einseitige Berichterstattung hat, mysteriös. Haben Sie Zweifel bezüglich der Geth? Admirals können sich den Luxus, Zweifel zu haben, nicht leisten. Was brauchen Sie? Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Fürchten Sie nicht, dass Sie das Ziel aus den Augen verliert bei Ihrem Interesse. Genau. Wenn Sie unser Volk retten kann... Naja, ich halte es... keine Ahnung. Oh... Das
Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn sie es sind, Shepard. Ja, sind wir auch gleich. Wir reden später, Tali. Natürlich. Ich bin froh, dass Tali hier ist. Sie ist so ein bisschen... Sie steht so auf der Kippe. Sie will den Angriff nicht unbedingt führen, aber wenn er geführt werden muss, ist sie voller Kanne dabei. So like that. Den Admiral, den wir befreit haben, der für die Zivilflotte zuständig ist, der sagt, nein, wir müssen das, was wir haben, müssen wir schützen und gucken, dass das überlebt. Admiral Xen, die für die Spezialflotte zuständig ist, um Spezialmissionen und Spezialsachen zu bergen und so, hat so den puren Hass auf die Geth. Also gar kein Verständnis für die andere Seite. Und den anderen Admiral, ich weiß nicht mehr, wie heißt der Vogel, der uns da auf dem Schiff hätte geopfert hätte, obwohl wir ihnen geholfen haben, also der eigene Verbündete abknallen würde. Hauptsache, er kommt weiter. Der ist ja unter aller Sau. Der ist unter aller Sau. Damit kriegst du, kommst nirgendwo hin auch. Du kommst nie. Wenn du deine Verbündeten hintergehst, Commander, kommst du nirgendwo hin. Mal unten auf dem Beobachtungsdeck nach Commander Williams sehen. Commander Williams, jawohl. Beobachtungsdeck. Mach ich gleich. Erst beim Crew-Deck. Starboard Observation. Board Observation. Müsste hier sein, glaube ich. Williams? Oh. Was soll das denn sein? Sir, ich bin außer Dienst. Ihre Stimme nicht so laut. Bitte, danke. Ist völlig betrunken. Was machen Sie da auf dem Boden? Was? Oh, mein Kopf. So schwer. Kann mich nicht bewegen. Ah, hatten Sie einen schönen Abend. Bin einsatzbereit in 30. Vielleicht 40. Ich schwör's. Nur 45 Minuten. Wie kommt's zu diesem peinlichen Zustand? Oh, ich wollte nur etwas Dampf ablassen. Vega sagte, er hätte genau das Richtige für etwas Ablenkung. Und das befand sich in einer Flasche? Ja. Dieser leeren Flasche? Leer? Ach du Scheiße. Eigentlich sollte man jetzt den Feueralarm ausprobieren. Ich zahle Ihnen 1 Million, wenn Sie es nicht tun. 2 Millionen. Und der Deal steht. Sie sind ein Weltraumpirat. Soll Joker Ihnen vielleicht etwas vorsingen? Ich hasse Sie. Ich hasse Sie... Sir. Weitermachen, Williams. Kühler Boden. Kühler Boden. Okay, Sie können jetzt gehen. Ja, ist vielleicht besser. Ich lasse dich mal machen, okay? Entschuldigung. Ich wollte dich also... Wir gehen mal. Hau rein. Viel Spaß bei was auch immer du bei dem kühlen Boden so alles machst. Das ist eins zu viel. Ich bin sogar so perplex, dass ich einen Schockweg zu hoch bin. Meine Güte. So. Wir machen hier eine Pause. Ist die perfekte Stelle für eine Pause. Wir machen in dem nächsten Stream mit Mass Effect weiter oder in der nächsten Folge als Let's Play. Wenn ihr es auf YouTube guckt, in Let's Play-Form. Dann helfen natürlich den Quarianern weiter. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht liegt sie ja immer noch auf dem Boden und stöhnt ein bisschen vor sich hin mit dem kühlen Boden. Man weiß es nicht. Jeder hat so seinen Fetisch. Ich meine, wir haben auch einen Sexbot scheinbar bei uns hier auf dem Schiff. Von daher, alles ist möglich in Mass Effect. Wenn ihr es als Let's Play guckt,
auf YouTube. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, einen Kommentar dazulassen. Ich weiß, die Folgen werden nicht viel geguckt, aber so ein bisschen Support wäre natürlich ganz cool. Auch, dass ich so ein bisschen Feedback habe, ob sich das ganze Projekt überhaupt lohnt, noch nachträglich auf YouTube hochzuladen. Wenn es euch gefällt, schreibt es gerne in den Twitch-Chat. Das lese ich dann auch natürlich gleich. Alright, gut. Wir sehen uns im nächsten Mass Effect Stream oder in der nächsten Mass Effect Folge, je nachdem, wo man es guckt. Bis dann.